Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Mittwochabends ist bei mir immer Pokernacht und zwar at the Inventory. Und deshalb begrüße ich euch recht herzlich zu Let's Play Poker Night at the Inventory. Ja, aber nicht nur Mittwochs ist Pokernacht bei mir, sondern auch Freitags. Allerdings da spiele ich um mehr Geld. Und zwar in Poker Night 2. Allerdings das erst am Freitag. Jetzt allerdings erstmal ein kleines gemütliche Runde bei Poker Night Inventory mit ein paar netten Freunden. Ich starte jetzt. Und wir begeben uns ganz gemütlich zum Eingangstor. Das ist schon ganz rostig und blutig und Einschüsse. Und wir betätigen jetzt den Aufzug und es geht runter. Mal gucken, wer heute unsere Gegner sind. Ah, da hinten ist schon Sam. Das lässt darauf schließen. Ah ja, da ist schon der Pokertisch. Aber natürlich müssen wir erstmal zu unserem Gastgeber, der uns erstmal ein bisschen rumführen wird. Na ja, da ist er ja. Natürlich erstmal Ladies first. Oh, hello there. Another enthusiast, I Ja, presume. klar. How good it is to see a fresh face here at the inventory. I imagine you're here for the card game with the fellows downstairs. Klar Let doch. me lead you down there. Danke. A first timer, Ja, I'm a bit more familiar with the benefactions of the club. The club was founded in 1919 in response to an early draft of the 18th Amendment. Through back channels, it was learned that this vile piece of legislation would not only outlaw libations, but games and amusements that could also threaten the world-renowned determination and productivity of the American Oh workforce. mein Ha! Gott. Can you imagine? Games outlawed! Nevertheless, this club has been here in secret ever since, just in case those in charge get another bee in their bonnet. So, welcome and enjoy yourself. Danke. Ah, your table. Hey, gentlemen. I hope there is room at the table for a fifth. Ah, fresh meat! So. Very well. In concordance with the house rules of the inventory set forth by Mr. Kent upon the club's founding, any congregation of five players around a no-limit hold'em table must play for the house stakes of $75. This is not too much. Of course, these stakes were set in 1910, and with inflation, let's see. Tonight's buy-in will then be $10,000. Ui, das ist schon etwas mehr. Aber here you go. Das habe Chump ich gerade change, I natürlich say. da. Chump change! The die has been cast. The game will be no limit Texas Hold'em. I will periodically raise the blinds. May the best player win. Ja, hoffen wir, dass wir das sind. So, unsere Gegner sind einerseits hier Max aus Sam & Max, dann Strongbad aus irgendeinem anderen Fold. Adventure von den Telltale Studios, Fold. dann haben wir The Heavy These are fold. aus Team Fortress und Psycho, Calling. Tycho aus Penny Arcade Comics. Ja, der mittlerweile ja auch sein eigenes Rollenspiel hat. Ich glaube auch von Telltale Games, aber ich bin da nicht ganz sicher. So, was haben wir denn hier? Also wir spielen Texas Hold'em. Da haben wir zwei Karten. Und nacheinander wird dann hier aufgedeckt. Erst drei Karten, dann eine Karte und dann am Schluss nochmal eine Karte. Nach jeder Runde eine Bettrunde. Ich bin im Big Blind. Nee, ich müsste im Small Blind sein. Ah doch, hier ist der Dealer-Button. Heavy hat einen Dealer-Button. Dann ist hier der Small Blind und ich bin der Big Blind. Also, ja, da sage ich einfach mal, ich checke, weil ich habe ja schon 200 gesetzt. Und damit sind nur Psycho und ich im Spiel. Was haben wir denn da? 10, König, 9. Das sieht nicht besonders gut aus. Ja, gleich am Anfang werde ich nicht zu stark Tycho und wins the hand. nicht I zu fold aggressiv too. spielen. I mean, I win. Tight.
Was an dem Spiel besonders oder an dieser Pokerrunde besonders nett ist, ist, dass die Figuren miteinander interagieren. So, wir spielen jetzt die nächste Hand. Oh, schon zwei Siebener auf der Hand. Das sieht doch gut aus. Oh, I'm calling. Let me think. Don't hurt yourself there, Comrade Smartinsky, love. No. Call. Also, wir sind bei 200. Jetzt könnte ich versuchen, den... Obwohl ich die restlichen Karten nicht sehe, aber mit 2 Siebener bin ich schon relativ gut. Mal gucken, ob ich die Blinds stehlen kann. Wir haben 700 Import, wenn ich jetzt auf 900 raise. Mal gucken. I'm gonna call. Okay. Max geht immer mit. I'll fold. Aber damit haben wir schon einen wieder weg. Und ich muss nur gegen 3 spielen. Beim Poker ist einer der größten Fehler, die man machen kann, mit vielen spielen zu wollen, sondern dein Ziel ist immer möglichst mit wenigen zu spielen. Ich checke mal und gucke, okay, was die anderen machen. Okay. I bet. Also ich glaube nicht, dass Max was. Ja, Max hat glaube ich nichts getroffen, aber Psycho hat irgendwas. Ich raise mal. Gucken, ob Max rausgeht. Ja, wir haben Max draußen. No way. Und wir haben ohne Anstrengungen. The player wins the hand. Die Hand bekommen, was immer besser ist, als in einen Showdown zu gehen. Okay, eine Herzdame und ein Bube Karo. Und ich bin auf. Cards keep making me angry. Ich bin der like Dealer. Spinning minigun of killing. Nope. So. Es sind auf alle Fälle durch die Blinds schon mal 300 drin. Und. Da würde ich sagen, ich erhöhe mal auf 500 und schauen, ob die anderen mitmachen. I don't think so. Gut, damit haben wir Max raus und jetzt ist noch ein Strong Bet drin. Das heißt, ich muss nur noch gegen ihn spielen, was einigermaßen übersichtlicher ist. Und ich treffe den Buben. Und er checkt, das heißt, sehr wahrscheinlich, dass er nichts getroffen hat. Dann gehen wir mal etwas höher auf 1000. Okay, I raise. Okay, er raised nochmal. Und dann raisen wir nochmal. I don't think so. The player wins the hand. Das hätte natürlich auch riskant sein können, aber da er das erste Mal gescheckt hat, war das für mich so ein Zeichen, dass er nicht so viel hat. Und ich bin im Moment, Leader, Chip-Leader. Und danach kommt Heavy, obwohl er noch nicht gespielt hat und jetzt zum ersten Mal in Blinds. It's like when you draw like 9 mana in a fucking row. Anybody? So, Psycho folded, allerdings. Ich müsste noch gegen Max, Strongbad und Heavy spielen. Und die Karten sind nicht allzu gut, deshalb folde ich jetzt hier auch. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, das Spiel zu skippen zur nächsten Hand. Aber wir wollen ein bisschen was von denen lernen. Deshalb schauen wir mal zu. Und getroffen sind 9, 3. Also ein Pärchen dreier liegt. Hätte mir jetzt eh nichts gebracht. Yeah, I'm out. Und meistens ist es ja vorteilhaft, wenn sich die Gegend bombardiert. I forget how scary I am sometimes. So, nächste Runde, nächste Hand, nächstes Glück. Eine Dame und eine 4. Nicht allzu gut, es wäre mir lieber, wenn die wenigstens von der gleichen Farbe wären. Also nur Pik oder nur Kreuz. Jetzt sind zwei unterschiedliche, das bringt mir also auch im Flash nicht so viel hin. Aber ich spiele mal mit, weil die Dame doch nicht allzu schlecht ist. Calling! I will play. Okay. I'll check as well, gentlemen. Und wir haben... I check. Ja, wir haben 3 zum Flash. Checking this. Bisschen besser. Wir können jetzt noch hoffen, dass noch 2 Pik kommen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes auch noch einen Pik hat. Und vielleicht ein Ass oder ein König drin ist. Auch nicht schlecht ist. Aber noch können wir checken. You keep checking, and I'll keep checking out the lay days. I bet. Okay, wie viel hat er? 300. I can call your bet and buy sandwich. I'm calling. Nee, das riskiere ich nicht. Ich spiele jetzt hier auch ein bisschen vorsichtiger als normalerweise auch, weil ich das jetzt als Let's Play aufnehme. I am not betting. Ich natürlich nicht gleich in der ersten Runde durch ein All-In oder so verlieren will. Guard! Ja. I bet. Wenn jetzt da ein Bube dabei wäre, wäre es für mich gewesen.
Ich habe mit den Trainings getroffen, also. Und nur mit einer High-Card-Dame gehe ich nicht ins Spiel. Strong bad wins the hand. Before me. The blinds are now 200, 400.